Hey Leute, in diesem Video möchte ich euch die dritte Grundtechnik des Dice Stacking zeigen. Das ist der Point Stack, die Punktlandung, also das Übereinanderstapeln der Würfel. Und für die Leute, die die erste und die zweite Grundtechnik noch nicht können, rate ich, das nachzumachen, weil das sonst ziemlich schwierig wird, dann mit der dritten Grundtechnik erst anzufangen. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, das Video ist dann hier oben verlinkt. Und ja, als erstes braucht ihr einen Becher und acht solcher Casino-Würfel, damit ihr das am besten üben könnt dann später mit dem Übereinanderstapeln der Würfel. Und dann noch irgendeinen anderen Gegenstand, sag ich mal einen Becher oder was Größeres, was ihr wollt. Das erkläre ich euch nachher, warum das wichtig ist, damit ihr das halt ein bisschen besser üben könnt. Ja, dann würde ich sagen, würde ich jetzt anfangen und dann zeige ich euch das. Also, als erstes brauchen wir die Schwingbewegung und einen Becher natürlich. Und das ist wie beim Upstack halt. Ihr nehmt den Becher, macht die Halbkreisbewegung. Diesmal aber in der freien Luft. Das heißt, hier an der Seite, sodass der Becher so aufgestapelt werden, der Turm so aufgestapelt werden kann. Und ja, ganz wichtig ist auch, wenn ihr den so haltet, dann müsst ihr den echt zu 45 Grad, weil sonst fallen die Würfel raus, und immer schön weiter schwingen, weil sonst, ne, wird das nichts mit aufstapeln. So, nachdem ihr dann hier geschwungen habt, macht ihr einen Langschwung und dann da, wo der Würfelturm entsteht, stapelt ihr den dann auf. Also die Bewegung so und dann einen Langschwung. Der lange Schwung ist wichtig, weil wenn ihr zurückartig macht, dann kann das passieren. Ich zeige euch das mal. Dass der umfällt, weil das zurückartig ist. Deswegen eine lange Bewegung, damit der Würfelturm nicht umfällt und damit er gerade steht, weil wenn er schräg steht nachher, dann ist es auch ziemlich schwierig, darüber dann noch welche zu stapeln. Also so, lange Bewegung und dann so, damit er gerade steht. Am besten immer so merken, dass der hier so an der Seite am Körper vorbeigeht, also am Rücken, hinterm Rücken ein bisschen. Und ganz wichtig ist, also wenn euch das besser fällt, wenn ihr Rechtshänder seid, nimmt ihr das linke Knie, weiß nicht, ob man das sieht man jetzt nicht, nimmt auf jeden Fall das linke Knie, beugt das so vor, dass es zu dem Gegenstand oder zu dem Würfelturm zeigt, wo ihr den anderen Turm raufstapeln möchtet. Also ich zeige euch das mal. Also so zum Gegenstand und dann aufstapeln. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr aufstapelt, dürft ihr nicht zu weit oben, weil wenn ihr jetzt hier stapeln wollt, dann fällt er runter und dann wird das nichts. Also versucht immer so nah wie möglich am Gegenstand oder auf dem Würfelturm zu stapeln, also jetzt so. Wenn ihr jetzt so macht, dann fällt der ganze Turm um und dann war's das. So, und auch ganz wichtig ist, ihr dürft nicht drauf drücken, also ihr müsst wirklich so von unten kommen, diese Bewegung, und dann von unten kommen und dann aufstapeln. Das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, aber wenn man sich daran gewöhnt, dann geht das nach einer Weile. So, wenn ihr die Bewegung geübt habt, dann nehmt ihr den Becher, fangt den Turm ein, nimmt mit so einer ruckartigen Bewegung und schwingt dann einfach weiter wie beim Upstack. So, dann nehmt ihr zum Beispiel einen Becher, sucht euch einen Punkt aus. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier den Punkt. Und versucht jetzt den Turm mittig darauf zu stapeln. Das nennt man halt Punktlandung, also Point Stack. Das ist ganz wichtig, damit ihr das üben könnt, dass der Turm auf den anderen Turm exakt drauf ist. Weil wenn er, sag ich mal, nur ein bisschen weiter vom Punkt entfernt ist, es kann schon möglich sein, dass der Turm umfällt. Deswegen üben wir das. Wir nehmen dann also den Turm, schwingen ihn weiter, in die lange Bewegung und setzen den dann ab. So.
Wenn ihr merkt, so wie jetzt hier, habe ich jetzt ein bisschen zu weit links gemacht, dann versucht ihr beim nächsten Mal den Turm etwas weiter nach rechts zu stellen. Wenn das zum Beispiel zu weit nach rechts ist, dann versucht ihr den weiter links zu stellen. Ihr müsst euch am Anfang, probiert man immer ein bisschen, damit man weiß, wo der Turm denn landet, damit man das dann genauer bestimmen kann und anpeilen kann. Das übt ihr einfach erstmal ein paar Mal auf dem Gegenstand, wo ihr das macht. Und dann peilt ihr mal den Punkt an, das Kniefeld. Und dann den langen Schwung und dann hier, das war zum Beispiel ein Fehler, habe ich gerade den Turm zu hoch gemacht. Der war schon hier, deswegen ist er umgekippt. Also probieren wir das Ganze nochmal. Schwingen und dann anpeilen. So. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr das auf einem kleineren Gegenstand noch machen oder ihr probiert es gleich auf einem anderen Würfelturm. Probieren wir das mal. So. Jetzt macht ihr genau das gleiche wie gerade eben. Nehmt den Turm, zieht ihn schnell runter, schwingt weiter, ganz normal. Peilt den Turm an, sodass ihr genau wisst, wo der landet. Und dann stapelt ihr den. Nicht wundern, beim ersten Mal oder zweiten Mal, beim dritten Mal kann es passieren, dass der noch umkippt, weil ihr das noch nicht so ganz genau könnt. Aber wenn ihr das nach und nach macht, dann klappt das schon. Ihr müsst euch da halt noch ein bisschen reinfinden. Das ist halt überall so. Also immer üben, üben, üben und nicht aufgeben. Das ist am Anfang immer so, dass das halt nicht so ganz klappt. Tier habe ich jetzt gesehen. Ich habe den Sprung zu ruckartig benutzt. Also der war nicht lang genug. Nehme ich jetzt nochmal den. Nehme ich jetzt nochmal den Turm. Nehme ich jetzt nochmal den Turm. Und schwinge ihn in einer längeren Bewegung hinter den Körper. So. Und man hört auch, wenn man zu hoch ist, dass das ziemlich klackt. Also. So. Und so steht er dann halt, ne? Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und falls noch Fragen offen sind, einfach unten in den Kommentaren schreiben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet und so. Mir ein bisschen Feedback da lasst, damit ich weiß, ob ich euch helfen konnte und ob euch gefallen hat. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ja, ich bedanke mich für eure Unterstützung und haut rein. Hey Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit dem Video. Das ist jetzt ein neuer Endcut. Ich hoffe, euch gefällt er. Und auf jeden Fall, hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Da zeige ich ein paar eigene Tricks. Und da unten kommt ihr zum anderen Tutorial, wo ich Dice Stacking, die erste Grundtechnik und die zweite Grundtechnik, den Upstack und Downstack zeige. Unten ist dann Facebook und Twitter. Damit ihr immer auf dem aktuellsten seid, könnt ihr da mir folgen und so. Und unten, oben kann man dann abonnieren, wer möchte. Ich bedanke mich und man sieht sich dann.